Schauen wir mal, was diese Nebenquest da so anbietet. Ach, schön, kein Schwimmen. Wer hätte das gedacht? Was ist da jetzt passiert? Oh nee, oh nee. Ich bin unter die Map gebuggt. Fuck. Oh, Schwein gehabt, ich bin wieder hochgekommen. Aber wo bin ich jetzt? Bin ich noch in der Nähe von dem Gebiet? Ja. Ja, aber ich sollte vielleicht aufpassen, dass ich mich nicht so bei den Zäunen runtergehe. Sonst passiert das, was gerade passiert ist. Es waren keine Dänen. Es war der Teufel. Beim The Witcher wäre es wirklich einer gewesen. Wir wissen, dass es die Dänen sind. Es sind immer die Dänen. Lasst sie Wehrgeld für die Toten zahlen, die jetzt auf unseren Feldern liegen. Sei doch vernünftig. Was hätten die Dänen davon, arme Bauern abzuschlachten? Spaß. Seht, da ist so ein Dänenabschaum. Fragen wir doch nach. Die will du jetzt nicht alle umbringen, oder? Selbst. Ich habe die Herde nicht angerührt. Alter. Schön. Alle beide auf einmal getroffen. Jetzt muss ich erstmal aufpassen. Ich mache dir auf jeden Fall kaum Schaden. Das ist nicht so gut. Lalalala. Warten, bis sie angreifen. Oh, ungünstig. Ungünstig. Wow. Ja. Ah. Sobald einer down ist, geht es deutlich besser voran. Dass er mich da nicht erwischt hat. Wow. Nicht so riskant, nicht so riskant. Der Ausdauer Regeneration. Ey. Bock. Ins Gesicht. Oh, der hat ja noch. Der ist ja noch komplett. Wow. Ausdauer wieder regenerieren. So, hier, weg mit dir. Mit dieses feige Angreifen. Schubst mich hier nicht. Freundlich, ey. So. Diese Sachsen kämpfen wie tolle Hunde, um die Ihren zu schützen. Kann ich ihnen nicht verübeln. Danke, dass du dich zurückgehalten hast, Fremde. Wie ist dein Name? Eivor, vom Rabenclan in Mercia. Wolfhilda, Äbtissin von Berechingum und Erforscherin der Mysterien. Ich frage mich, ob wir aus demselben Grund hier sind. Ja, um des Teufels Werk zu erblicken. Doch warum sollten sich Dänen von flussaufwärts darum scheren, was sächsischen Bauern zustößt? Wenn ein tollwütiger Wolf oder Bär Jagd macht, werde ich ihn erlegen. Sonst gibt man die Schuld für diese Gräueltaten wieder den meinen. Wohlan, Eivor vom Rabenclan.
Sieh dir die Opfer an und sage mir, welche Art Bestie dafür verantwortlich ist. Ein Tigger. Ich könnte mit den toten Kühen beginnen. Ja, das könntest du. Bissspuren, doch von keinem Tier, das mir bekannt ist. Und der Kadaver ist mit seltsamem Moder bedeckt, obwohl die Wunden frisch sind. Okay, ist das doch ein Special-Gegner dann? Das ist ja dann wirklich sehr merkwürdig. Du da, was stieß diesem armen Tier zu? Dänen stießen ihm zu. Wie kannst du sicher sein? Es war Hrothgars Kriegsbande. Sie hausen in dieser alten Kirche und bringen uns nur Schrecken und Leid. Dänen töten für Fleisch oder um den Göttern zu opfern. Milchkühe zählen nicht gerade zu ihren Zielen. Das ist natürlich wirklich sehr merkwürdig, dass die so schnell verrotten. Das ist wirklich sehr merkwürdig. Die haben da bestimmt was gesehen. Ich hab's gesehen. Er war groß und haarig und wankte durch das Moor. Ihr seid ja tapfer, dass ihr euch so nah herantraut. Ich hab's gesehen. Drengar wirklich. In der Nacht, als es geschah. Alles. Was hast du gesehen? Ein Wolf? Ein Bären? Ein tollwütigen Hund vielleicht? Ein Jötun war es. Er war so groß wie ein Baum und er lachte, während er das Tier zerriss. Er hat seinen Namen geschrien. Grendel. Ein Jötun war es. Ich hab's gesehen. Holy shit, bin ich jetzt doch bei The Witcher gelandet? Durch das Moor. Es gibt keine. Das war der Teufel, der seinen Zehnten eintrieb. Hä? Ernsthaft? Weil da diese beschissene Kiste steht? Verpiss dich! So. Dass man nicht alles tut für eine Truhe. Also, oh. Kaum ist man im höheren Gebiet, zack, gibt's auch mehr Loot. Perfekt. Perfekt. So, eine Sache muss ich noch finden, wahrscheinlich hier in dem Ding drin. Und es ist noch frisch. Wohin führt die Spur? Hm? Hä? Meinst du das hier? Ich erkenne hier nicht wirklich was. Was ist denn hier Blut? Sieht das hier auch noch als Blut? Das reflektiert halt sehr merkwürdig. Oder ist halt Wasser? Ja gut, das hier ist jetzt Wasser. Nee. Das ist nicht die Aufgabe. Ich bin auf jeden Fall reingekommen. Blut. Ja, ich war drin. Da konnte ich es natürlich nicht sehen. Bei den Göttern. Welch Ungeheuer schleuderte das arme Tier dort hoch in sein Verderben. Ja. Und da fällt ja eigentlich schon jedes Tier weg. Welches Tier hinterlässt denn einen feucht glänzenden Moder auf seiner Beute? Dennoch gab diese Frau einem Hrothgar und seiner Dänenbande die Schuld. Ist das das Werk von Menschen? Wer es auch war, hatte genug Kraft, um einen zerfleischten Tierkadaver auf ein Dach zu bringen. Aber das kleine Mädchen sagte, das Wesen wäre ein Riese und hätte sich selbst Grendel genannt. Dies könnte das Werk einer Bande betrunkener Dänen sein. Das könnte was Schlimmes. Vermutlich was deutlich Schlimmeres. Mit Wulfhilda besprechen. Wie gesagt, ist halt nicht normal, dass sie so schnell schimmeln. Mit wem soll ich das besprechen? Ach so, mit der Frau. Wulfhilda, ich habe alles, was ich konnte, von den Dorfbewohnern in Erfahrung gebracht und den toten Tieren. Und wie liest du dieses Mysterium? Glaubst du immer noch, es wäre ein Wolf oder Bär? Das ist nicht das Werk eines Waldtieres. Die Bissspuren, der Moder, sehr seltsam. Dann siehst du es auch als Werk des Teufels. Oder ist einer eurer Holzdrachen zum Leben erwacht? Ein paar zerfleischte Tiere beweisen weder Teufel noch Drachen. Es muss ein Mensch sein oder mehrere. Das Mädchen erwähnte einen Grendel. Nein, keine sterbliche Hand könnte Fleisch auf diese Art zerreißen. Das erkennst du sicher auch. Ich sah, was Menschenhände anrichten können. Blutiger als das hier. Und diese Menschen durchstreifen die Nacht und töten dabei das Vieh.
Ich gebe zu, das kann ich nicht erklären. Dreimal fanden diese Angriffe statt. Jedes Mal Bissspuren, gebrochene Knochen und dieser seltsame Moder. Etwas Böses geht den Erstengler um. Einige Tiere wurden in den Wäldern im Nordosten angegriffen. Gehen wir. Wieso wir? Vielleicht gibt es Spuren. Oh, das hat schon XP gegeben. Läuft die mit mir oder... Sie läuft mit mir, ne? Ja, sie läuft mit mir. Es sollte da oben in den Bäumen sein. Kannst du es riechen? Es stinkt nach Tod und dem Bösen. Ja, den Geruch kenne ich nur zu gut. Kadaver und Tod. Der Geruch von Loki. Tada, da ist er. Das wäre ein bisschen zu einfach. Heilige, oh. Rettet mich! Was macht unser Wolfi hier? Heilige, rettet mich! Ihr Blutgeruch hat ein hungriges Bam! Aber die waren das nicht. Aber wer bist du? Vielleicht verwandelt sie sich nachts. Haben die Wölfe dich gebissen? Nein, ich bin wohl auf. Danke. Ich habe dich falsch eingeschätzt. Kein Problem. Aber sag mir, was geschehen ist. Diese Biester waren auf der Suche nach frischem Fleisch. Ich meinte, warum du wieder hier draußen bei dem toten Vieh bist. Ich suche nach meiner besten Milchkuh. Sie ist verschwunden. Hast du sie gefunden? Nein. Aber eine dänische Axt. Sie gehört Hrothgar, dem Anführer der Kriegsbande. Weißt du sicher, dass das seine Axt ist? Ja, er fuchtelte damit im Dorf herum und verlangte Ale. Ich werde mit Hrothgar und seiner Kriegsbande sprechen. Diese Frau ist sicher, dass eine Bande Krieger für diese Gräuel verantwortlich ist. Andere Spuren haben wir nicht. Ich weiß, welche Männer sie meint. Sie halten sich in der Kirche nahe des Brisleer-Gehöfts auf. Ich bring dich hin. Komm. Ihr Anführer Hrothgar ist ein guter Mann für einen Heiden. Der tötet nicht grundlos Vieh. Du hast wunderliche Ansichten, Wulfhilda. Und einen ungewöhnlich offenen Geist. Dasselbe könnte ich von dir sagen. Die meisten Heiden würden Zauberei oder Monster verantwortlich machen. Doch du suchst nach einem weltlichen Grund. Ich habe viele seltsame Dinge gesehen. Aber die Antworten sind oft naheliegend, wenn auch versteckt. Wohl wahr. Doch in diesem Fall hat die Kirche mich mit der Erklärung des Unerklärlichen betraut. Das führt manchmal zu unchristlichen Gedanken. Und deine Kirche nimmt diese unchristlichen Gedanken hin? Sie dulden sie. Lucifer ist ein Täuscher und Gottes Wege sind unergründlich. Also muss auch ich allen Möglichkeiten offen gegenüberstehen. Ob weltlich oder anderweltlich. Und deshalb duldest du eine Heidin wie mich? Vielleicht. Oder aber wir alle, Heiden und Christen, befinden uns im Angesicht eines größeren Mysteriums. Ich würde es schon cool finden. Oh, hier hat es auch gewildert. Ja, sein zerbrochener Bogen hat ihnen da auch nicht mehr weitergeholfen. Oder sein zerbrochener Bogen. War die schon immer so kaputt? Ist ja nicht wirklich ein schöner Unterschlupf. Etwas stimmt nicht, Eva. Hrothgars Männer sind raue Gesellen. Das ist dir jetzt erst aufgefallen. Bleib zurück, Priesterin. Das ist Kriegshandwerk. Ob ich hier schon mal war? Vielleicht habe ich die ja umgebracht. Und seine Leute, sie waren immer gut zu mir. Hab Acht, Wulfhilda. Ihr Mörder könnte noch hier sein. Ihr Anführer Hrothgar. Ich sehe ihn nicht unter den Toten. Ich werde ihn finden. Ich höre auch die ganze Zeit einen Husten. Sieh, frischer Moder. Wie bei den Kühen auf den Feldern. Das Landvolk sagt, es sei das Teufelsmahl. Was sagst du, Eivor? Ich sage, finden wir den Moder, dann finden wir den Mörder.
Dieselben Male wie zuvor. Bissspuren, zerfleischt. Dies sind ja, bei dem einen fehlen sogar die Beine. Jemand, der Hunger hat. Jemand kroch in den Dachspeicher oder zog eine Leiche hinauf. Nach oben also. Boah, kriege ich so langsam ein bisschen Angst. Ja, nimm halt nicht die Leiter. Da oben ist die Person auf jeden Fall. Zurück, du. Zurück, sag ich. Ich kann mich immer noch wehren. Ja, ja. Natürlich kannst du das. Bist du Hrothgar, der Anführer dieser Krieger? Der bin ich. Plünderer aus Finnmark und stolz darauf. Solange ich es noch kann. Ich bringe schlechte Kunde. Deine Krieger sind tot. Dieses Blutbad. Wer oder was war das? Das Ungeheuer. Es tötete uns und lachte dabei. Es lachte. Es zerbrach meine Axt und schlitzte mich auf. Ich kroch hier hoch, um zu sterben. Was war's? Konntest du es sehen? Ein mieser Jötun. Ein Nachtwandler vom Weltenrand. Er sprach, nannte sich Grendel. Sagte, es würde wiederkehren. Gut, wir werden ihn erwarten. Du und ich. Ich nicht. Meine Wunden sind zu schwer. Und mein Huger will aufbrechen. Schick sie zu Hel. Für mich. Flieg du mit den Schlachtjungfern, mein Freund. Ich werde mich um diesen Grendel kümmern. Was er auch sein mag. Warte, Kriegerin. Es waren zwei. Zwei. Wir schicken uns besser, um den Dämon nicht zu verscheuchen. Wir warten hier oben. Sie war da. Ruh dich aus, Kriegerin. Ich werde betend Wache halten. Entweder ist sie Grendel oder sie ist ihr der Komplize, weil sie konnte hier auch gar nicht hochkommen. Sie konnte nicht hier hochkommen. Du bist sein Komplize. Fuck. Gut. Aber wir haben keine andere Wahl. Regnet es eigentlich hier drin oder draußen? Okay, die Geräusche kommen von hier drin. Die sieht aber nicht aus wie ein... Wachen spielen. Wachen spielen. Der sieht ein bisschen stärker aus. Ah, shit. Der ist ja groß. Nicht töten! Spielen! Ich spiele! Mutter, es macht weh! Mutter, hilf! Es macht mir weh, Mutter! Und das ist seine Mutter. Aber er schafft es... Aber wieso ist dann dieser Mutter dann da oben drauf? Das verstehe ich nicht so ganz. Das ist ein bisschen enttäuschend. Grendel, nur spielen. Du machst Grendel weh. Mama, ich will nach Hause. Er ist infiziert. Aber damit allem, was heilig und hell ist, was für eine Art Monster ist dieses Ding? Kein Monster. Ein Mensch. Seltsam anzusehen. Doch dieser Grendel ist wahr. Ein Mann. Aber wo kam er her? Alle Männer haben Mütter. Dieser rief am Ende nach der seinen. Und alle von uns, selbst die hässlichsten, haben eine Seele.
O Herr, vergib diesem Mann seine Sünden und gewähre ihm deine Gnade und ewige Liebe. Mode, überall. Bleib hier, Wolfhilda. Ich folge dieser Spur. Aber merkwürdig ist es halt trotzdem noch. Klar, er war infiziert. Das ist wahrscheinlich, sag ich mal, ein Pilz, der sich ausgebreitet hat. Muss diesem Moder hierher gefolgt sein. Aber von wo? Die Spur führt nach Südwest. Na, vielleicht kommt da noch was Interessantes. Ja, von hier bin ich ja gekommen. Moment, kann ich interagieren? Mehr Moder. Ich bin auf dem richtigen Weg. Vielleicht kommt ja doch noch mal was Interessantes. Die Quelle des Muders muss nah sein. Da unten wahrscheinlich. Wo das Feuer brennt vielleicht. Das ist die einzige Spur, die ich noch weiter habe. Na gut, doch ein bisschen hier habe ich noch. Da unten. Ne. Ich werde ganz sicher nicht hier runter gehen. Die Spur führt in diese Grube. Ich bin doch nicht dumm. Nee. Bevor ich das mache, würde ich gerne noch mein Leben ein bisschen auffüllen. 3. Wunderbar. Aus irgendeinem Grund war da eine Mahlzeit drin. Dann mal runter. Aber hier ist nirgendwo Moder. Das finde ich dann schon merkwürdig. Die Sache ist, ich war hier schon mal drin. Deswegen war da so eine merkwürdige Musik da, damals. Uff. Dieser Gestank. Oh shit. Na, komm. Altes Tagebuch, mein Junge. Mein lieber kleiner Grendel, meine Augen erblicken nichts als ein winziges, hilfloses Ding. Seiner Gestalt mag nichts gleichen, doch mein Herz fühlt bewältigende Liebe, Entschuldigung, wie die Liebe Gottes. Ich darf ihn nicht enttäuschen. Sie sagen, er wird nicht lange leben, doch werde ich alles für meinen Kleinen tun, mein Grendel. Aber es hört sich nicht an wie ein Monster. Aber der Gestank wird schlimmer. Der Gestank wird immer schlimmer. Da ist ein Schlüssel. By the way. Mein Grendel wächst trotz aller Widrigkeiten heran. Unser Dorf, andere Kinder, sein eigener Körper. Meine Liebe und die Gnade Gottes sind alles, was er braucht. Er wird den Rest hinter sich lassen. Er braucht ihre verängstigten Blicke, ihre fiesen Hänseleien, ihre bösen Drohungen nicht. Er wurde gehänselt, dass er so groß war? Eventuell. Muffiges Tagebuch. Es obliegt nur Gott, über Grendels Sünden zu urteilen. Mein einfacher Junge kennt seine eigenen Stärken nicht. Vergib ihm, Herr. Denn er weiß nicht, was er tut. Meine Pflicht ist es, ihm ein gutes Leben zu geben. Und das werde ich. Ich liebe ihn so sehr, mein lieber kleiner Junge, mein Grendel. Also ich glaube, Grendel war doch alles. Aber er konnte
nicht mehr unterscheiden zwischen gut und böse. Mein Kopf taumelt von Fieberträumen. Was ist hier los? Grendel! Grendel! Bist du das? Antworte! Ein Schlüssel. Wie passend. Aber was nützt er ohne ein Schloss? Ja, Mädel. Das ist der Mond. Er schickt mir Bilder. Wie das Gebräu eines... Wow. Du riechst wie mein Sohn. Meines Sohnes Blut. Wo ist er? Wo ist mein Junge? Gut, sie macht aber auf jeden Fall schon was Stärkeres her als... als der Grendel-Popel-Typi. Aber auch sie ist leicht zu besiegen. Aber auf jeden Fall deutlich... Oh, und alles weg. Also war das ein Fluch, den sie ihm auferlegt hat. Böser Seder ist das. Du, die Frau vom Gehöft. Du hast über die Dänen gelogen. Um meinen Jungen zu beschützen. Er wollte niemanden verletzen. Aber die anderen konnten das nicht sehen. Sein Körper wuchs immer weiter. Doch sein Verstand nicht. Er war mein Junge. Mein lieber, kleiner, Grendel. Das ist echt schade. Wohlfelder muss die Wahrheit erfahren. Ist hier drin noch irgendetwas, was ich holen kann? Scheint nicht so. Kein Tagebuch, nichts. Aber hier gibt es zwei Wege. Hier kann ich was wegschieben. Was ist los? Wow, eine Ader. Aber der Kampf war auf jeden Fall sehr schön aufbereitet. Bisschen enttäuschend, dass es dann die Mutter war. Also nur eine Mutter. Nix, kein Biest oder ähnliches. Aber durch die... So wie es dann gezeigt wurde, hatte es dann doch ein gewisses Etwas. So, komme ich hier und wieder zurück? Nee, das waren... Die Sache ist, ich war ja hier schon einmal komplett. Und dann war hier eine Sackgasse. Was hast du gerade gesagt? Na, hier sieht man ja schon, habe ich weggeschoben, um dann hier durchzukommen. Und hier ist dann draußen. Gut zu die Treppe nehmen. Da, 100 Meter noch. Aber ich hätte schon cool gefunden, wenn es eine Bestie gewesen wäre. Aber am Ende war es nur ein sehr schwacher Gegner. Gibt Schöneres. Habe ich mir extra gemutet, damit, weil ich dachte, es geht jetzt gleich weiter. Oh.
Evo, du lebst noch. Bitte, erzähl mir alles. Ich habe ein Monster getötet, das ein Mensch war. Dann fand ich seine Mutter und tötete auch sie. Seine Mutter? Sie griff mich im Dunkeln an und ich wehrte mich. Doch es war keine Heldentat. Diese armen Seelen. Ich werde heute Abend im Kloster Berecingum für sie beten. Du brichst bereits auf? Ich muss. Der Bischof wünscht einen umfassenden Bericht über die Bestie von Estengla. Aber lass meinen Namen daraus. Ich will nicht, dass man sich meiner dafür erinnert. Ich verstehe. Vielleicht wäre es als Lied besser. In meiner Jugend versuchte ich mich als Dichterin. Es mag an der Zeit sein, mich darauf zu besinnen. Doch welche Geschichte soll ich schreiben? Die volle Wahrheit wäre nur schwer zu verdauen. Etwas Tröstendes über Helden und Ungeheuer. Denn die Wahrheit, die knochenkalte, ganze Wahrheit, ist oft schwer zu ertragen. Sie sticht wie ein kalter Nordwind im Nacken. Gott rettet uns alle, Eivor. Ich verabschiede mich nun. Doch werde ich dir schreiben, sobald mein Gedicht fertig ist. Leb wohl. Danke und pass auf dich auf, Wulfhilda. Mach eine gute Geschichte daraus. Es war aber dennoch eine sehr schöne Nebenquest. War schön aufbereitet. Und es wäre noch cooler gewesen, wenn es dann wirklich ein Monster gewesen wäre. Aber ich verstehe natürlich auch, dass es nicht machbar war. Oder vielleicht auch zu früh, man weiß ich auch. Aber was ich auf jeden Fall unabhängig von der Story und alles richtig, richtig gut gelungen fühle. Die ganze Zeit, als ich in diesem beschissenen Kloster war, hatte ich das Gefühl, dass es draußen bei uns regnet. Weil das Geräusch so merkwürdig im Hintergrund meines rechten Kopfhörers war und ich zufälligerweise genau hinter mir auf der rechten Seite ein Fenster habe, hat sich das so echt angehört. Ich glaube, wenn ich irgendwo anders gesessen hätte, wo kein Fenster oder ähnliches gewesen wäre, wäre es nicht zu diesem Effekt gekommen, aber allein, dass ich irritiert war, ob es jetzt in dem Spiel regnet oder draußen regnet, beziehungsweise die Geräusche aus dem Spiel kommen oder von draußen kommen. Vor allem, es war ja auch dann noch so leicht gedämpft und alles, ne? Wenn es dann regnet und man Kopfhörer drauf hat, da ist ja der Regen selber auch immer ein bisschen gedämpft. Oder man hört überhaupt nicht. Hier und da so ein bisschen. Und das hat sich einfach echt angehört. Das finde ich schon krass. Das finde ich echt krass. So. Das war's aber für diese Aufnahmesession. Es war nur eine ganz kleine. Ich ärgere mich immer noch so ein bisschen, dass ich gestern doch nichts mehr gemacht habe. Vor allem, ich bin dann extra ein bisschen früh ins Bett gegangen und die Nacht war richtig scheiße. Ich bin, ich glaube, 4 oder 5 Mal aufgewacht. Das ist dann immer kacke, wenn man zu früh ins Bett geht und man ist noch gar nicht müde. Dann komme ich persönlich, habe ich echt Schwierigkeiten, in diese Tiefschlafphase zu kommen. Und dann wache ich immer 2-3 Stunden später wieder auf, weil mein Körper sagt, ich war nicht müde und jetzt bin ich wieder wach. Just saying. So. Ich versuche es aber diesmal wirklich dann offscreen. Also ich muss auch jetzt echt mal wieder offscreen was machen, weil sonst wird es einfach zu viel. Mein Ziel hier, dieses Gebiet soweit clearen, das hier angucken. Das hier auch angucken, zumindest aufdecken und gucken, ist das eine Sache, die ich einfach so machen kann oder eine Quest. Und hier die 3 Sachen auf jeden Fall holen, das Schlachtkreuz im Idealfall und das hier. Das ist so das Mindestziel, was ich erreichen will. Und das hier natürlich aufdecken und machen, je nachdem, ob es eine Quest ist oder nicht. Und dann bei der nächsten richtigen Aufnahmesession, die dann auch bei YouTube hochgeladen wird, werden wir dann entweder das hier machen, wenn es eine Quest ist, und dann hiermit weitermachen und dann hier weitermachen. Im Idealfall, wenn ich sogar noch mehr schaffe, dann hier das restliche Gebiet noch aufdecken und dann vielleicht noch mehr als nur diese eine Sache machen. Weil wenn ihr euch die Rätsel mal anguckt, da sind noch ein paar. Finde ich auch echt extrem, wie viele da noch sind. Da müssen ja hier Unmengen sein. Na gut, mal schauen. Mal schauen. Wird auf jeden Fall interessant. Dann mal schauen, vielleicht mache ich ja hier dann auch noch aus, einfach aus Just for Fun. Nee, wahrscheinlich nicht. Hier wahrscheinlich nicht.
Hier werde ich mich erst ranmachen, wenn ich sage, okay, hier habe ich alles gemacht, was ich offscreen und off machen kann. Und dann lümmel ich mal da drüben ein bisschen rum, aber sonst nicht. So, wegen den Fertigkeiten, da wollte ich auch mal gucken. 85 sind wir, oh, 13. 13 haben wir wieder. Da muss ich auch mal schauen. Also generell gegen Schilde gibt es hier, glaube ich, nichts. Was halt sehr praktisch wäre, wäre beispielsweise so ein Konterroller, wenn ich im richtigen Moment ausweiche, dass ich dadurch eine Konterrolle mache und den angreifen kann. Das wäre gerade besonders gegen den Schildtypen wahrscheinlich sehr hilfreich. Aber irgendeine andere Stelle war hier, war das das hier? Warte mal. Das gehen wir generell einfach mal. War das hier? Irgendwo waren wir, glaube ich, kurz davor, etwas zu skillen. Aber haben es nicht geschafft. War das dann die Sache? Ich glaube, das war die Sache. Da hab ich, wollte ich dann sowieso. Aber wo wollte ich denn hin? Den Raubtierbogen wollte ich ja bestimmt nicht. War das der Adrenalin-Balken, den ich mir holen wollte? Oder war das das hier? Nee, Handwechsel auch nicht. Was wollte ich mir denn hier holen? Gifttauch. War das echt nur das, was ich mir holen wollte? Die Konterrolle? Also es kommt mir tatsächlich am... wie gesagt, also hier wird auch jetzt nichts mehr passieren. Ich gucke hier nur noch ein bisschen. Also ihr könnt gerne abschalten, wenn euch das Jagdbogen-Kombo, Adrenalin beim Schleichen, Bogenbenommenheitsschuss, aufgeladene Schüsse, ja, sehr viel mit Bogen. Notfallzielen, ja, Hebe automatisch Feinde hervor, wenn du geduckt und ungeduckt bist. Das ist natürlich auch praktisch. Sprintangriffe. Weil ich ein bisschen doof finde, das haben die wahrscheinlich nachträglich mit reingepatcht, weil die Community es einfach rummimimiert hat. Ich weiß nicht, in welche Richtung ich skillen soll, weil ich nicht weiß, was das mir bringt. So, wow. Ist doch sowas von scheißegal. Die Regeneration. Regeneration ist natürlich auch sehr praktisch. Das wird mein nächstes hier, denke ich mal, sein. Hier, schön Adrenalin-Balken. Schussumkehr. Wäre gegen den, auch nicht so praktisch. Das hat gerade ja überhaupt keinen Sinn gegeben. Also, als erstes würde ich sagen, mache ich hier diese Abwärtsrolle. Das ist mein erstes Ziel. Kann das sein? Ja, ich muss einmal komplett durch. Ich hätte einfach hier gleich hingehen müssen. Warte mal. Zurücksetzen. Nee, okay, den Weg, den Rahmen, den hole ich mir schon, weil das ist ein schöner Bonus. Was meint ihr eigentlich mit Gewicht? Minus 0,3 Gewicht. Heißt das, ich bin dann leichter, flinker? Raubtierbogen, Kombo, mehrere Kopfschüsse in Folge mit Raubtier und richten zusätzlich. Nee. Das freue ich nicht. So, dann habe ich dieses Gebiet freigeschaltet. Und dann muss ich nur noch... Reicht das noch? Ja, das reicht noch. Zack. 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 Perfekt. Kann bestimmt das ein oder andere Mal sehr hilfreich sein. War hier oben nicht irgendwo noch ein Balken? Genau, hier ist noch ein Balken. Den würde ich mir hier oben noch mitnehmen. Aber sonst ist hier eigentlich nichts mehr, was ich bräuchte. Nö. Das ist natürlich auch ziemlich OP, wenn ich zwei Handwaffen tragen kann. Aber sind halt trotzdem noch ziemlich langsam, die Waffen.
Aber da kann ich dann wahrscheinlich auch überhaupt nicht mehr blocken. Und um hier am besten hochzukommen, das denke ich mal hier in die Richtung. Ja, den Adrenalinbalken werde ich mir holen und dann werde ich hier unten vermutlich rangehen, werde mir hier die Geschossumkehr, Schürzer fangen, das sind nice für Heftsachen, aber auch nicht wirklich nötig. Ja, das Problem ist, wenn ich hier nehme, dann komme ich erstmal hier hin. Also alle sind in irgendeiner Art und Weise schon ziemlich hilfreich. Ist auch immer eine Frage, ob ich mich darauf wirklich fokussieren soll oder einfach nur hier auf die Werte gehen sollte. Ich werde mir auf jeden Fall erstmal den Adrenalinbalken holen. Und dann werde ich dann weiterschauen, wie ich das hier unten angehe. Ich denke mal vielleicht hier rüber und dann so und dann würde ich mich hier einfach langhangeln und die Sachen dann nach und nach abfrühstücken. So dass ich dann auch die Regeneration mir so ein bisschen mitnehmen kann. Das ist echt praktisch. Im Inventar. Das wäre halt echt praktisch, wenn ich mir endlich davon was machen kann. Aber da bin ich leider noch weit von entfernt. Den Bogen kann ich aber mal verbessern. Einfach, sonst hätte sich das Aufrüsten nicht gelohnt. Und hier. Obwohl, ich habe wieder ein paar Titanen. Ja, stimmt, ich habe ja 4 Stück bekommen durch die eine Quest. Aber sonst haben wir auch nicht wirklich Gegner großartig getötet heute. Hier bei den Quests, da haben wir die eine Sache. Hier haben wir auch ganz viele Sachen. Im Orden ist einer mehr tot. Und dadurch haben wir einen weiteren aufgedeckt. Ja, und hier ganz viele Codex-Sachen, bla bla. Aber da muss ich ja überall... Obwohl, nee, das geht ja eigentlich. Einfach nur damit es nicht mehr... Oh, hoppla. Nicht mehr als Hinweis angezeigt wird. Aber das ist natürlich auch nice to have. Zum Beispiel hier kann ich dann bei da gucken als zusätzlich. Aha. Dann wurde ihr Dorf niedergebrannt. Ah, interessant, er wurde adoptiert. Ah, nee. Wir wurden adoptiert. Und dann hat sich alles geändert. Weil sich eine weitere Person zwischen ihn und seinem besten Freund gedrängt hat. Kann ich irgendwo schon verstehen. Und Gegner haben wir schon alle, die es gibt, aufgedeckt. Interessant. Das ist schon traurig. Also wird uns nichts Neues mehr erwarten. Hier Gruppierung 6 von 10, das heißt 4 Stück gibt es noch. 21 von 72. Schauplätze 3 von 3, ja gut. Ja, logisch, dass wir da noch nicht mehr haben. Und Regionen 4 von 11. Aber hä? Schauplätze 3 von 23? Okay. Merkwürdig. Was haben wir hier im Tutorial? Auch nichts Praktisches wahrscheinlich. Warte mal, Rahmenperspektive? Ja, das ist echt nichts. Ich weiß nicht, die Rahmenperspektive ist irgendwie merkwürdig. Die ist echt merkwürdig. Achso, hier. Ich kann einfach alle als gelesen markieren. Genius. Wer lesen kann. Jetzt wird nämlich der Codex da nicht mehr so merkwürdig angezeigt. Geht das hier auch? Nein. Können wir hier auch mal kurz drauf gehen. Besiegt. Hat hier 1 von 6 Hinweise. Wir sehen sogar schon, wie er aussieht. Was ich ehrlich gesagt nicht so schön finde. Es wäre so, als würden wir hier drauf gehen. So, oh, guck mal, jetzt wissen wir, wie er aussieht.
Hier fehlt uns noch ein Hinweis. Sieht aus wie unser Schmied. Den könnten wir beispielsweise auch schon eliminieren. Er befindet sich oft auf dem Markt der Stadt Lekretz. Wenn ich jetzt die Markiere mache, sehe ich das dann auch auf der Karte? Tatsache. Ich sehe den dann. Ach komm, den töten wir noch schnell. Den töten wir jetzt noch schnell. Den klatschen wir weg und dann ist für heute Feierabend. Mehr Zeit habe ich da nämlich auch gar nicht. Bin ich nicht alleine. Später. Gleich. Entdecken. Dann haben wir das eine Gebiet haben wir in dieser Aufnahmesession fertig gemacht. Wir haben ein bisschen die Siedlung erweitert und dort die Quest vorangebracht. Danach haben wir eigentlich gar nichts mehr gemacht. Haben eigentlich nur ganz viele Nebenquests gemacht, hier und da mal ein bisschen angeguckt, mal geguckt, was diese Aufträge sind. Ob da irgendwas Spezielles ist oder sonst irgendetwas, kann ja sein, dass da so eine kleine Background-Story entsteht. Was ich mir aber eigentlich auch nicht vorstellen kann bei so abgelaufenen Sachen, aber kann ja sein, dass das solche Wochen-Events sind, sag ich mal. Die dann so nach und nach dann halt immer wieder neu kommen. Aber hier in dem Spiel wollten sie es ja diesmal anders machen. Da ist er. Der Schlingel. Na. Oh, ich hasse diese. Da waren wir schon mal. Das ist unnötig, wie der ist. So, ich frage mich, ob ich einfach an den rangehen kann. Oder ob der... Oh, das ist hier noch Feindesgebiet. Okay. Das ist interessant. Na gut, der hat mich schon. Gut, das erklärt natürlich dann einiges. Das ist das. Das ist cool. Das ist natürlich echt cool, dass ich dann kurz diese Zeitlupe habe. Das ist echt praktisch. Kaboom! So kann ich nämlich beispielsweise bei der einen Ritterin... Das hört sich irgendwie falsch an. Der hält hier überhaupt nichts aus. Das ist ja unnormal. Und das war kein Special-Tod. Sehr enttäuschend. Wow. Ich bin nicht mehr so geistreich wie früher. Nicht länger das Blatt und das Schilden. Das schimmernde Blut der Brecher leerer Schädel. Die Peitsche des Schwanenwegs. Der Stahlträger, Verleiher von Hacksilber. Wäre ich nur als freier Mann geboren. Als einer, der sein Schicksal selbst bestimmt. Sei froh, dass du Valhall mit einem Gedicht auf den Lippen entgegengehst. Auf friedliche Art und Weise davon gegangen. Aber die Katze, die ganze Zeit. Miau, 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 miau. Der dich. So. Die haben wir ja auch schon 3 aufgedeckt. Aber alles zu seiner Zeit. Die meisten sind ja sowieso eine Questsache. Gehe Tipps nach, um den nächsten Hinweis zu finden. Wow. Aber wieso wird da immer noch was angezeigt? Ist das ein Anzeigefehler? Ah, nee, guck mal, hier unten. Der Typ. Den könnte ich auch noch. Boah, aber was der da für einen Schutz hat. Unnormal. Das sind hier eigentlich die eigentlichen Gegner.
Naja. Hä? Was? Ach so. Nee, doch, die haben mich da gesehen. Das hatte nichts mit rechtzeitig ausweichen zu tun. Gemeinsam! Gemeinsam! Wann muss ich ausweichen, damit das... Ah, das ist ein recht großes Fenster. Wie er trotzdem mit dem Schild blocken konnte. Finde ich nicht okay. Finde ich nicht okay. Und ich finde es genauso... Achso, nee, die geben ja nur Schutz. Ich finde es genauso nicht okay, dass hier noch ein Gebiet ist, was nicht mir gehört, obwohl das ja in meinem Gebiet ist. Das finde ich ja besonders merkwürdig. Aber vielleicht wird es jetzt doch zu meinem nachträglich, dadurch, dass ich ja den Templer da weggeklatscht habe. Wieso laufe ich hier eigentlich immer noch weiter? Das ist vielleicht auch mal eine Sache, die ich hier machen müsste. Hier an dem Fluss gibt es den bestimmt, weil bei den Quests ist der immer da irgendwo in der Nähe. Ja. Naja. Ich hoffe, die Aufnahmesession, die hat euch gefallen, die hat euch umgehauen, die hat euch beim Einschlafen geholfen. Ist mir scheißegal. Hauptsache, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dahin. Haut rein. Tschüss.